Liebe Gäste unserer Tupper-Party, vielleicht kennt ihr es auch, nach dem Haarewaschen, wenn man lange Haare hat, ist es einmal so, dass das Handtuch eventuell zu groß oder zu klein ist, also man findet nie das perfekte Handtuch für die Haare zu trocknen. Oder wenn ihr einen Wellness-Tag macht, um dann halt auch wirklich den Halt zu haben, dass die Haarkur dann auch einwirkt. Aber wir bei Tupperware haben für euch ein spezielles Angebot, nämlich ein Haarturban, ein Handtuchturban. Und ich muss sagen, es ist schon eine coole Sache. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr flauschig an. Ich habe eben schon mal geschaut hier rein. Man kann es waschen, tatsächlich. Nicht nur die Haare kann man waschen, sondern auch dieses Handtuch-Turban, nämlich auf 60 Grad. Und man sollte darauf achten, dass man keinen Weichspüler verwendet, weil sonst die Mikrofaser, übrigens aus Mikrofaser, kaputt geht. Und dann habe ich nämlich die optimale Größe, nämlich für das Handtuch, für jede Haarlänge, das nimmt natürlich die Nässe auf und hat sehr geil hier oben nämlich, wenn man das dann ordentlich anzieht und macht und tut, nämlich eine reißfeste Schlaufe, wo man nämlich das Endstück da reinzwirbeln kann. Also ich bin da jetzt nicht so der Star für, vielleicht gibt es jemanden, der das eventuell kann. Das ist eine angenehme Dusche. Ach, guck mal. Was machst du denn da? Das ist denn komplett verkehrt. Warum denn? Ich hätte doch meine Haare doch frottieren können. Oder ist das etwa nicht gut für die Haare? Nein, das ist nicht gut für die Haare. Wir haben hier nämlich das Handtuchturban. Und schaut mal, ich gehe mal näher ran. Mit diesen Blümchen da rein, so einem schönen zarten Rosa. Und ich würde dich bitten, du kennst das doch bestimmt. Aber das mal auszuprobieren. Soll ich das selbst direkt aufsetzen? Probier mal aus. Ich dachte, du machst das. Ach, du setzt das so rum auf? Ich hätte das jetzt komplett anders gemacht. Nee, aber gut. Nee, du musst es ja hier von dann. Ah, hier kommen ja die langen Haare rein. Ja. Und dann wird es hier hochgeschlagen und durch das Gummiläschel-Ski gezogen. Ja. Da kannst du noch schnell deine Wohnung durchsaugen, bevor es dann später ins Restaurant mit dem Mann geht. Ja, wunderbar, damit auch abends tipptopp alles wunderbar farbig fein ist. Schön. Also es ist tatsächlich besser, als durchzurubbeln für die Haarstruktur. Und dieses Material saugt die Feuchtigkeit auf. Und wenn man das ein bisschen so drauf lässt, ich meine, gut, könnte man auch einkaufen gehen. Das hat ja schon als stylischen Aspekt. Könnte man einkaufen gehen. Oh nein, sind die Haare schon so gut wie trocken, wenn man es wieder entfällt. So schnell geht es nicht, gerade bei meinen dicken, langen Haaren. Aber ich muss sagen, ich hätte das tatsächlich so rum gemacht. Du hast die langen Haare ja dahinter, weißt du? Ja. Warte. Merkt man schon, dass du keine langen Haare hast? Also, da. Und dann packt man die so, zwirbelt das hinten rum rein und hat dann diese ganze Geschichte dann hinten rum. Hast du schon mal eine Frau gesehen, die so das gemacht hat? Jede. Warte, jetzt. Steht auf. Ich hab das gleich. Ist ja reißfest, dieses Ding da vorne. Deshalb brauche ich auch keine Angst zu haben. Ich krieg das da schon rein. Oh, was wenn ich das an meinen Kopf mache. Guck mal, wie toll das aussieht hier. So rum hätte ich das tatsächlich gemacht. Nein. Und dann hast du dann deine Haarkur drin. Wir sind ja bei Tupperware. Wir nehmen jetzt kein. Man macht so. Keine Werbung für andere Sachen, sondern wir nehmen Hai oder eine Avocado und massieren das da rein. Aufgesetzt und dann hier wird das, das auf. Bei normalen Handtüchern immer eingedreht und dann. Kommt die Frau zu. Handy ist runtergefallen! Aber das könnte sich doch keiner mit angucken. Guten Tag! Ja, oder? Ja. Oder natürlich auch zum Trocknen verwenden. Aber in der Zwischenzeit kannst du Zeitung lesen. Oder saugen, oder was kochen, oder aus dem Fenster schauen. Jetzt. Ich habe das Handy andersrum reingesteckt. Ich denke, die Leute haben es auch begriffen, um was es geht. Ja, Haarturban. Yes. Angebot. Leute, wenn wir jetzt schon beim Thema Wellness sind, es geht weiter. Es gibt nämlich auch Wellness fürs Endgerät, nämlich für dein Handy oder eben... Wie sieht das denn aus? Total vertätschelt. Oder eben für die Brille oder deinen Laptop jetzt so im Homeoffice. Kann man natürlich machen. Schau, damit du wieder ordentlichen Durchblick hast. Unser Faserpro-Durchblick wurde jetzt angepasst von nicht nur die Brille, sondern auch das Handy. Ja, das kann auch eine Sonnenbrille sein, denke ich mal. Ja. Das kann schön ins Etui dann.
Und ja, das ist mein angedatschtes Handy. Man arbeitet ja auch damit. Schaut mal. Das passt in jedes Brillenetui, in jedes Täschchen rein, auch in die Verpackung vom iPad oder irgendwie so. Oder ins Mäppchen bei den Schulkindern, wenn die eine Brille tragen. Und 82% recycelt. Ja, das ist jetzt neu bei unseren Mikrofasertüchern, zumindest ist die, die jetzt erstmal im Angebot sind. Die bestehen also auch aus recycelten Mikrofasern. Okay. Weil das ist ja auch Kunststoff in dem Sinne. Und dadurch erhält also dieses Recycling-Konzept auch bei unseren Tüchern Einzug, was bei Tupperware ja schon mit den ganzen recycelten Küchenrollenhalter, was guckst du so? Ja, toll siehst du aus. Oder aber du steckst ja einen, auch schon stattfindet. Ja, ich sehe gerade, waschbar 60 Grad, ja, bis zu maximal 60 Grad und bitte keinen Weichspüler verwenden. Das stand auch da, ja, drinne in diesem Zettelchen. Und Trockner eigentlich auch vermeiden, ansonsten nur bei niedrigen Temperaturen. Gibt's in rosa und in sonnengelb. Ich glaube 9 Euro beides zusammen. Toll. Und dieses Kopftuch? 16,90 Euro. Ja. Kann man machen. Sollte man auch.